Der Sweetchecker. Moin Moin, hier ist der Sweetchecker und ja, heute kommt wieder eine Karamellcreme ins Spiel. Soprole Manja, Manja de Messa. Wenn ich das mal richtig ausgesprochen habe, scheint irgendwie in Chile, da kommt das wie her, so ein Nationalsport, Quatsch, also Nationalgetränk, Speise, Nationalspeise zu sein, eine Leche-Creme. So soll es aber auf jeden Fall sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir nur erzählt worden, ist mir so verpackt in die Hände gespielt worden. Vielen Dank an Kai, dem Drogenkurier hier. Und mal sehen, was wir da rauskriegen. Ich habe das davor noch nie gegessen, wie es halt in meiner Sendung üblich ist. Flups. So, heraus kommt halt so ein Aludeckel. Deckel. Sauge ich mir gerade mein Handy ein. Geile Idee. Riecht ja nix. Der stand jetzt ein paar Tage im Kühlschrank und ich hoffe, es hat irgendwie auch den Flug überlebt, weil ich habe nämlich keine Ahnung, ob das nämlich generell gekühlt werden musste oder nicht. Jedenfalls kommt es irgendwie jetzt so aus dem Kühlschrank und es riecht echt nach nix. Ich werde es jetzt mal leichter testen. Ich traue mich. Es ist eine relativ feste Creme. Wir sehen ja. Ne, also man kann ja so ne, auch einen Löffel drin stecken lassen, rausziehen. Man kann es nicht drehen. Doch, ein bisschen. Mit was hat das eine Konsistenz? Womit kann ich das da vergleichen? Das ist härter auf jeden Fall als Nutella zum Beispiel. Es ist deutlich härter als Honig. Es ist eigentlich wie eine Karamellcreme sein soll. Sie hat ziemlich geile Fäden hier. Das ist schon mal sehr cool. Ja, ist das schöne Karamellcreme. Was denn? Okay, es riecht einfach nach gar nichts. Naja, soll auch nicht riechen oder schmecken, ne? Liebe Kinder, das ist ja auch mal richtig geil. Ich bin abgemeldet, glaube ich, heute. Ich setze mich mal kurz vom Fernseher und mache das mal leer, okay? Okay, haben wir überredet. Lieber Kai, solltest du mal in die Verlegenheit kommen, nach Chile zu kommen? Eine Palette. Für mich. Okay? Okay, wie schmeckt das? Das hat einen ganz nicht so herben Geschmack. Es kratzt so ein bisschen vielleicht hier hinten. Aber es ist natürlich, es ist ultra süß. Es hat eine sehr geschmeidige und cremige Konsistenz. Das ist totaler Hit. Selbst am Gaumen schmeckt man das. Also das ist natürlich totaler Quatsch, da habe ich keine Geschmacksknospen. Aber also es füllt sich, der ganze Mund füllt sich. Das ist natürlich schon mal gut. Es bleibt auch relativ lange im Mund. Wenn man runter schon schluckt, wie gesagt, das kratzt ein bisschen hier. Aber es ist immer auch da. Also es ist super lecker. Soprole Manja de Messa. Keine Ahnung, wer das hergestellt hat. Scheint, glaube ich, also so soll es auf jeden Fall sein in Chile, dass es auf jedem Frühstückstisch schon Dinge gibt. Wie wahrscheinlich bei uns in Europa Nutella oder so. Vermute ich mal, vielleicht. Ist es ja auch einfach nur als Gerücht falsch übertragen worden? Gelogen vielleicht? Nein, sehr, sehr lecker. Also Kai, vielen, vielen Dank. Du hast dir dafür ein kleines Bildchen verdient. Ich schicke dir noch ein kleines Bildchen, das ich eigentlich in meinen kleinen Händen male, als Belohnung dafür, dass du mir das geschickt hast. Vielen, vielen Dank. Und an euch alle, die da draußen vor dem Schirm hängen und mir zuschauen, wie ich dieses Ding hier verköstige. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mir hier unten im Kommentarfeld Kommentare hinterlassen. Dafür ist das Ding ja auch da. Und wenn ihr keine Kommentare schreiben wollt, könnt ihr mir auch irgendwelche Fragen stellen, wie wieso hast du heute so ein grünes Ding an oder warum hast du so eine komische Nase? Stellt mir einfach irgendwelche Fragen und ich beantworte sie. Ich werde sie beantworten. Fast alle sogar. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich grüße euch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.